Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zu einem weiteren Tag im Paradies hier in Subsistence und täglich grüßt das Murmeltier schon wieder der Blick gen Osten zum Sonnenaufgang. Wie sich das gehört, das ist alte Tradition bei uns, so also auch hier und heute. Ja, wir schreiben August, 16 Grad aktuell und ja, ich habe mich mental so ein bisschen von meiner verflixten Schatzsuche, so nenne ich es jetzt einfach mal, erholt. Genau, diese verflixte Schatzsuche, dieses... Ne, diese verdammten Lockpick-Kisten, ich sag's euch, die haben mich echt umgebracht. Diese vier Stück, die wir nicht mitnehmen konnten. Na gut. So, unser Ofen, unser ganzer Stolz. Seit dem letzten Mal hier auch die Möglichkeit, was Leckeres zu braten. Im Kühlschrank, also ich habe hier das Ganze noch ein bisschen umgestellt. Ne, der Kühlschrank und die Kiste nochmal, dass das jetzt ein bisschen offener wirkt, das Ganze. Im Kühlschrank haben wir einmal hier unser, ja, honigglasiertes Kotelett. Und ich habe auch noch so ein Leber und Zwiebel gemacht. Und hier, liebe Bonnie, schau mal, das ist die kleine Bertha, die du so vermisst hast. Hier die kleine, große Bertha inzwischen. Ah, da fällt mir, ich muss was essen, sehe ich gerade. Sehr gut. Tun wir das auch noch gleich. Also hier wohnt die Bertha inzwischen. Kost und Logis frei. Also, naja, was heißt Kost und Logis? Ne, eigentlich weiß der selber. Naja. So, ja, ich habe, was habe ich denn gemacht? Genau, ein kleines bisschen, wie schon gesehen, hier umgebaut. Und ich habe hier draußen auch ein bisschen was verändert. Und zwar ist unsere Behausung der Bertha, genau die hier, ist momentan leer, ist umgezogen, die steht jetzt hier im Eck. Dafür habe ich jetzt hier das Ganze um einen Aufgang erweitert, habe hier ein zusätzliches Fundament hingezogen und habe dann natürlich hier den Zugang auch etwas verlängern müssen, dass man hier ja auch richtig gemütlich zu Bertha laufen kann, ne, und dann nicht einfach jetzt mal über den blöden Zaun springen muss. So, das sieht ja blöd aus, das wollen wir nicht. So, genau. So schaut's aus. So, habe ich einen Dietrich? Nein, habe ich natürlich nicht, habe ich vergessen. Wie auch immer, genau, hier läuft doch die Aktion, schmelze ein bisschen Glas ein. Ich meine, energietechnisch sind wir mit einem kleinen Minus versehen aktuell, aber jetzt geht ja die Sonne auf, also das, oder beziehungsweise sie ist ja schon aufgegangen. Deswegen hoffe ich, dass dieser kleine Malus alsbald wettgemacht wird von unseren Solarpanels. Naja, also so zumindest der recht fromme Wunsch meinerseits, ob es funktioniert. 0,03, ja komm, das wird ja wohl gehen, oder? 0,03, so viel ist das jetzt auch nicht. Also da hätte ich mir eigentlich schon erwartet, dass hier das Ganze sich irgendwie ausgeht. Na gut, also Leute, auf geht's, wir brauchen eine neue Bertha. Und ich habe mir auch eine neue Falle gebaut. Wir brauchen eine neue Bertha, ja. Mensch Bertha, servus, schön, dass du da bist. Also, ne, das ist ja wie bestellt. Wie bestellt, wir brauchen eine neue Bertha, klack hat's gemacht und die Bertha war da. Danke. Servus Bertha 2. Oder so. Ich glaube, ich fange nicht an zum Durchnummerieren. Sonst werde ich bescheuert. Da ist sie, die kleine Bertha. Ja. Put, put, genau. Also, was wollte ich sagen? Diese kleinen Fallen haben einen Zustandsbalken. Man sieht es jetzt ganz oben. 177 von 200. Das ist mir entgangen. Das scheint auch, ja, erst, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Zeit sage, liege ich garantiert falsch. Also es ist wohl zu der Zeit, als ich gespielt habe, noch überhaupt nicht im Spiel gewesen. Und also es geht jetzt wohl, dass man diese Teile repariert. Tja, das muss man wissen. Und deswegen mit dem Hämmerchen und ein bisschen Ressourcen kann man dieses gute Stück dann auch reparieren. Wer hätte das gedacht? Und ja, sehr sinnvoll auf jeden Fall, als wenn ich mir jedes Mal die Arbeit machen muss und so ein blödes Ding neu bauen muss. Das ist ja dann auch ein bisschen doof, ne? Aber gut, jetzt wäre es natürlich noch spannend zu wissen, wann erfolgt denn diese Beschädigung dieser Falle? Erfolgt die nur, wenn was gefangen wird? Oder tickt die einfach über Zeit? Ne? Das heißt, pro Tag hat dieses Teil Verschleiß X und der wird halt dann jedes Mal vom Gesamtzustand abgezogen. Das bliebe jetzt noch abzuwarten oder auszuprobieren oder ihr schreibt es aufgrund eurer Erfahrung in die Kommentare. Das wäre natürlich auch möglich. Aber ja, ich werde mal, also 177 war es jetzt, ne? Wir können es ja mal beobachten, wenn wir jetzt das Pech haben sollten, dass nichts mehr kommt in unsere Falle, dann werden wir das relativ schnell wissen, ob der Zustand nachlässt oder auch nicht. Genau. So, Mensch, ja, die erste Kiste hier, ne, ich bin noch gar nicht bei meinem Hügel unten, da ist schon die erste Kiste da. Sehr gut. Und ja, heute nehme ich mal wieder das Thema mit der blöden Lockpick-Kiste in Kauf, ne, wenn ich keinen Dietrich dabei habe, ja, dann ist es halt so. Kann ich nicht ändern, aber ich will mich jetzt nicht hier auf diese blöden Lockpick-Kisten hier fokussieren, sondern wir brauchen primär Material, Eisen und sowas, ne? Das
ja, das geht leider relativ viel drauf. Hier, Eisen, da sind wir schon soweit, genau. Nein, nicht der Bogen. Da werde ich meine Picke brauchen, die auch schon wieder fast kaputt ist. Die kann ich gleich mal wechseln, deswegen habe ich mir schon eine neue gemacht. So. Der Hasi ist auch da, schön. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Einfach ein bisschen rumrennen. Kisten mitnehmen und Erze mitnehmen und so, falls möglich wäre es das. Der Wolf, natürlich. Der böse Wolf, aber gut, der ist ein Stück weg. Da ist wieder Hasi, der spazieren geht. Ja, schauen wir doch mal hier hoch. Da oben ist viel Fels, da sehe ich doch schon ein Stückchen Eisen aus dem Fels herausragen. Das gehört uns definitiv. So, spring da hoch. Tag des Eisens. So, ja. Ich hoffe, dass inzwischen auch unsere Solarkollektoren... wunderbar. Nächste Munitionstasche. Unsere Solarkollektoren ihren Dienst tun. Und diesen 0,02 Malus oder was das war, wettmachen. Das ist kein Eisen, das ist Potassium. Naja. Okay, der Wolf, der hat mir nur mal kurz geschnuppert. Der hat uns aber nicht auf dem Radar gehabt. Das ist gut. So, jetzt haut er ab. Das ist noch besser. Ja, springst jetzt da hin, du Pfeife? Geht doch. Jetzt kommt er. Ja, gut. Wenn du unbedingt willst, dann gibt's halt jetzt Haue. Ja, komm doch her, du Bratwurst. So, jetzt aber. All die Handlampen da. Heieiei. Immer Stress machen, ne? Anstatt dass er einfach wegläuft und uns in Ruhe lässt. Na, lieber eine Runde Stress machen, ist viel witziger. So ein Depp. Aber echt so ein Depp. Zack, so, jawohl. Wie viel Eisen haben wir denn? 12, ja, immerhin, ne? 18 brauchen wir für einen Lockpick. Ja, was ist jetzt wieder los? Ja, da kommt ja der Nächste. Ja, dann komm doch her, Burle. Komm, komm. Krawallbürste hier. Ich glaube, die wollen es halt... Oh, heute sind sie aber spendabel. Die wollen es halt echt wissen, die Burschen. Baumwollsamen, jawohl. Sehr gut. Baumwollsamen sind auch toll, ne? Da freut man sich drüber, weil die findet man einfach nicht so oft. Und Baumwolle ist immer so ein kleines Problem. Du kannst es nicht selber... Du kannst keine Setzlinge draus machen, wie zum Beispiel aus den Tomaten oder sowas, ne? Du kannst ja immer wieder Setzlinge aus den Früchten machen. Bei der Baumwolle funktioniert es leider nicht. Bei Baumwolle bist du einfach, ja, darauf angewiesen, dass du A, entweder selber die Baumwolle findest... Sei es auf freier Wiese oder in Kisten. Also so Spezialkisten oder sowas, ne? Oder aber du findest halt die Baumwollsamen. Aber das ist echt immer so ein bisschen ein Mangelprodukt. Das gibt's nicht so oft. Wobei ich mich wundere, wie lang das noch so sein wird. Denn ich kann mich erinnern, dass es ursprünglich mal geheißen hat, seitens Entwickler... Dieses System mit ist spawnen regelmäßig Taschen und wunderbar und so weiter, das will er irgendwann mal aus der Welt schaffen. Und das würde für mich bedeuten, dass vieles dann auch in Eigenregie produziert werden kann, was momentan nicht der Fall ist. Inwiefern dieser Gedanke nur ein laut gedachter Gedanke von ihm war oder ob das tatsächlich eine ja, Willensbekundung war, das so zu tun. Ach, mein Gott, den habe ich ja schon geholt. Haubi, Gedächtnis-Haubi. Den hast du schon. Also, das weiß ich natürlich nicht. Das habe ich auch nicht verfolgt, muss ich gestehen, ob der Entwickler da noch nachlegen wird oder auch nicht. Naja, also schön wäre es natürlich. Also, diese Kisten, die aus dem Nichts spawnen, das ist immer so ein bisschen schwer vermittelbar. Wenn man den Wert
von meinen werten Freunden Kitra ist sowas eh immer dort im Auge, gell? Der ist da immer so, also der ist ja ganz kritisch, wenn es um sowas geht, um so Game Design. Und weh, da ist irgendwas absolut unlogisch, dann das geht dem ja mal voll auf den Pinsel, Leute. Gell, Kitra, so ist es. Korrigier mich, wenn ich da irgendeinen Blödsinn erzähle, aber ich glaube, so kann man das zusammenfassen. So Game Design Fehler, da bist du sofort getriggert. Das magst du ja gleich überhaupt nicht. Aber er spielt es trotzdem gern. Also es soll nicht heißen, dass er die Spiele dann alle doof findet, aber da ist halt dann gleich sofort Bing, gell, da geht die Lampe an bei ihm. Da sagt er Stopp, das ist Blödsinn. Ja, recht hat er ja. Recht hat er, so Handywaschen, fast vergessen, ne, genau. Handywaschen, fast vergessen. So, wir sind klein im Plus, jawohl. Kleines Plus. Halt, Fleisch schnell da reinschmeißen, bevor es schlecht wird. Fett einschmelzen. Zack, da drüben noch schnell auffüllen. Zack, so, jetzt. Reinmühlen, Mühl. Bombensamen, Müll und Müll. Okay. Das kommt da rein. Zack, zack. Und das kommt. Ja, genau. Da haben wir eigentlich ein bisschen Mumpeln gefunden, was ja wieder positiv ist. So, hier kommt die nächste kaputte rein. Ne, ich sammle hier schon schön. Hat mir ja der Stefan empfohlen. Ich habe ihn namentlich verwechselt beim letzten Mal. Ich habe versehentlich, glaube ich, Andreas gesagt. Deswegen mea culpa, lieber Stefan. So, okay, dann sind wir wieder gut aufgestellt. Vielleicht noch kurz was essen. Ja, eine kleine Leber, genau. Kleine Leber, mal kurz reinpfeifen hier. Hm. So, wechseln. Die Wasserflasche auswechseln und, ja gut. An den Dietrich. Ist nicht zu denken. Moment. Vielleicht doch. Mal beide Generatoren anmachen. Kurz gucken, wie viel Splitter wir haben. 113. Heieiei, war ich da so fleißig. Respekt. Kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern hier, ne? Spricht nicht für mich. Genau, wir haben auch schon wieder 3 Platinen. Das ist auch nicht ganz verkehrt. So, der Dietrich braucht 500. Genau, also jetzt müssen wir hier halt mal ganz kurz... Weißt du was? Wir geben einmal Vollgas hier. Einmal tut die komplett die Rennen. Volle Übertaktung. Das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Plus 4 Rang. Schau mal, wie das Ding hier hochrennt. Also die Teile, schau mal, wie die jetzt rauchen. Das ist ja logisch. Die verbrauchen jetzt natürlich deutlich mehr. Den doppelten Sprit oder den dreifachen sogar brauchen sie, gell? Den dreifachen Sprit. Heieiei, was eine Verschwendung. Aber da prügelst du das Ding halt mal original hoch. So schaut es nämlich aus. Da ist die Bertha da drüben. Aber ich habe ja schon eine, ne? Ich bin ja nicht so. Habe ja schon eine Bertha. Ja, auf, weiter, komm, hopp, hopp, hochzählen. 1, 2 oder 3 jetzt, zack. Was kostet so eine Heizung? Weil bald ist ja wieder Winter und so. 3 Platinen, okay. Die Barren, das ist machbar. Ich glaube, wir könnten uns auf jeden Fall auch in Bälde eine Heizung herstellen. So, das war's, okay. Machen wir die. Halt, nix war's, Moment. Zack, erst herstellen, genau. Und dann Kisten ausmachen. Zack. Und wir machen ein kleines Plus, aber das ist mir jetzt zu heikel, ehrlich gesagt. Ich schalte den Schmelzi mal aus. Das soll sich jetzt hier erstmal auffüllen. So. Wir gehen jetzt viel lieber unsere Spezialkiste besuchen, die uns da hinten beim Triumphbogen schon wieder verarscht hat. In der Hoffnung natürlich, dass die noch da ist. Da war gerade der mutige Hasi, den habe ich noch gesehen. Hat sich einfach im hohen Gras versteckt und hat gedacht, wir sehen ihn nicht. Haha, von wegen. Natürlich sehen wir den. Und die Tasche sehen wir auch. Boah, 4-mal Pistol-Munition. Das ist natürlich auch nett. So eine Kiste hatte ich auch noch nicht. Wo 4-mal Munition ist und 4-mal das gleiche. So, wo war jetzt die blöde Spezialkiste? Haubis Gedächtnis wieder. Ich glaube, hier war sie. Oh ja, vom Bär bewacht, hintere Fahne. Uiuiui.
Jetzt aber schnell. Ja, beruhig dich, Mensch. Alles ist gut. Oh, meine Erdbeeren. Meins. Er läuft vor dem Bär weg und sammelt noch Erdbeeren ein. Jawohl. So geht es, meine Damen und Herren. So geht es. Schnell weg. Ich habe schon gehofft, er ist fertig, aber... Oh, im falschen Moment stehen bleiben ist ja echt uncool. Das sollte man nicht machen. Wo ist die blöde Kiste? Wo, wo? Die war doch hier. Sag bloß, die ist weggepackt. Nee, da ist sie. Jetzt nimm das blöde Gräslein mit hier. So, jetzt. Meine Kiste. Und er kann es doch noch. Meine Damen und Herren. Er kann es doch noch. Meins. Sieben Splitter. Naja, ein paar Waffenteile, cool. Okay, also sieben Splitter. 18 braucht man, das heißt, es hat uns 11 Splitter gekostet. Gut, die Waffenteile, die sind gut, weil die kriegen wir sonst nicht. Weil es sind ja keine Hunter da momentan, also kriegen wir die auch nicht. Deswegen, ja, es ist okay, die Kiste war in Ordnung. Passt schon. Sind wir zufrieden? Hätte schlimmer sein können. Klingt schon wieder so gar nicht überzeugt, gell, wenn er sagt, ist er zufrieden, hätte schlimmer sein können. Naja, war nicht schlecht. Hm, naja, geht schon. Ach, was weiß ich. Wir hatten schon bessere. Der hat so ein bisschen rumgejammert. Wie immer. Da, da ist der nächste Bär. Was hier Bären unterwegs sind, ich glaube, deswegen war auch der Grund, warum wir damals ganz am Anfang hier dieses Tal... das Bärental getauft haben, ne? Weil die einfach so viel Bären unterwegs waren. Ja, jetzt ist aber Ruhe jetzt, meine Herren. Das Bärental, da ist doch ein hier. Ach, das Zink, verdammt. Na gut, nehme ich halt Zink mit. Braucht man ja auch, ne, Zink. Mittlerweile brauchst du eigentlich alles. Zink war sowas, da hast du früher so gut wie nichts gebraucht. Außer wenn du deine Patronen selbst hergestellt hast, da hast du immer so diese Casings gebraucht, ne? Und die wurden, meine ich, mit Zink hergestellt. So. Einmal trinken, einmal auffüllen, einmal baden gehen. Genau, 22 Grad, kann man ruhig eine Runde schwimmen gehen. Ah, da drüben, da sehe ich doch schon was. Da sehe ich doch schon den Perlentaucher wieder in Aktion. Auch wieder alte Perlentaucher. So. Ja, man braucht die Dinger massiv für diese Platinen. Da geht ganz schön was drauf, das könnt ihr mir glauben. Nur hier in diesem kleinen Tümpel, da findest du halt, wenn Glück hast, eins. Vielleicht mal mit ganz viel Glück hast, zwei von diesen. Da müsstest du, wenn dann schon, an die großen Wasserstellen gehen. Also wenn wir jetzt von hier in die Südsee gehen, dann ja, wird da vielleicht ein bisschen mehr sein oder halt den ganz großen See. Aber da hast du das Problem, dass da halt so tief runter geht, da brauchst du dann wieder so eine Tauchausrüstung, ne? Und die hat ja momentan noch keine Priorität bei mir. Die habe ich so auf dem Plan für nächstes Jahr, also für Jahr Nummer 3. Denn jetzt, ich wollte ja erst einmal die Hütte so ein bisschen weiter ausbauen. Und jetzt so das nächste Ziel, nachdem wir jetzt den Ofen haben, wäre ja jetzt so die Heizung. Wobei das jetzt auch keine allzu große Hürde darstellen sollte. Dann wollte ich mir eventuell sogar nochmal eine dritte Solarzelle aufs Dach knallen. Ja, und ratzfatz ist Winter und so, gell? Also das geht schon sehr flott. Dann, naja, mei. Klamotten, da sind wir soweit jetzt erstmal ganz gut ausgestattet. Ne? Wir haben auch die Klamotten für den Winter inzwischen mit dem Baumwollpulli und der Winterjacke, was ja auch ja, ziemlich aufwendig war. Ne? Diese Baumwolle und so, hab's ja schon gesagt, das ist eben nicht ganz so einfach. Da bist du auch ein bisschen vom Glück abhängig, was die Baumwolle angeht. Aber das kennt ja jeder, ne?
Jeder, der das Spiel spielt, weiß das. Er kennt die Probleme. Oder was heißt Probleme? Die Herausforderungen, genau. Man spricht ja nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen. Der verdammte Zweckoptimisten. Tja. So ist es. Da oben, da sehe ich doch schon was. Das Kupfer. Ah, schade. Hat von der Ferne ein bisschen wie Eisen ausgeschaut, aber... Tja, wenn man dann näher kommt... natürlich, der Bär. Das sind ja zwei. Kalium und Kupfer ineinander. Sowas kenne ich nur aus Mist. Dass da irgendwas ineinander steckt. Ja, Sackelzement, die Bären sind umgezogen, die sind jetzt alle hier oben, oder was? Oh, jetzt kommt der auch noch. Ja, sowas. Diese Penner, Mensch, anstatt dass die mich in Ruhe lassen. Hier ist wieder Kartenende, gell? Ja, ja, natürlich. Oh, Zwiebel. Ja gut, dann schauen wir halt hier mal ein bisschen. Ja, ist natürlich auch nichts. Habe ich da in der Pause echt so viel Eisen gefarmt? Ich weiß schon wieder nicht mehr. Heieiei. Hatten wir da über 100 Eisensplitter. Gut. Ist natürlich der Vorteil, wenn du da deinen Schmelzerich schon mal abgegradet hast, ne, dass der A weniger Strom verbraucht und B nicht eine zweite Schmelzlinie hat. Einen zweiten Produktionsslot. Ah. Dann kannst du halt da mit doppelter Geschwindigkeit quasi einschmelzen. Oder naja, nicht mit doppelter Geschwindigkeit, sondern die doppelte Menge mit gleicher Geschwindigkeit. So rum ist es richtig, genau. Jetzt habe ich bestimmt wieder den Kitra getriggert, gell? Doppelte Geschwindigkeit, genau. So. Oh, schon wieder Zink da oben. Ja, komm. Ja gut, das Zink, das lasse ich jetzt da. Das soll mir wurscht sein. Aber hier sind erstaunlich wenig Kisten, stelle ich fest. Das Zink lasse ich da, habe ich gesagt. Ja klar, jetzt nehme ich es doch mit. Aber das ist ja ein anderes Zink, genau. Naja, dafür spawnt hier jetzt relativ gut Erz, muss ich sagen. Elektronik ist halt auch sowas, ne? Elektronik bräuchten wir ein bisschen. Dann komme ich da hoch? Ich hoffe ja. Hier. So, mit so ein bisschen glitschi-glitschi funktioniert's, oder? Ja, okay. Glitschi-glitschi funktioniert. Ah, das ist... Das Eisen? Ja, das Eisen. Ja. Das hier nicht. Das ist Zink. Und der Schatten ist schon wieder relativ lang von uns. Ja, ja, das geht schon wieder Richtung Nachmittag. Früher Nachmittag. Ja, ja, heieiei. Also heute haben sie es mit uns, die Bären. Und ich habe Honig gefunden. Falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ich hatte ja noch ein Insektenpack, also so ein Debuff, so ein Antibuff. Und habe ich zufällig mitgenommen. Das ist mir in der Kiste aufgefallen und da habe ich das gedacht, ja komm, nimmst du mal mit. Und witzigerweise, 5 Minuten später, habe ich dann die Bienen gefunden. Das fand ich gut. Habe ich gleich noch ein Bienennest geplündert und ein bisschen Honig mitgenommen. Ja, jetzt ist glaube ich zu spät, im August. Oder wobei, na, es könnte sein, dass im August auch noch Bienen irgendwo sind. Findet man ja wirklich nur selten. Oder ich habe es bis jetzt zumindest nur sehr selten gefunden. Nämlich genau 2 Mal in dem Moment, wo ich es dann auch gebraucht habe oder wo ich es mitnehmen konnte. Aber sonst habe ich noch nirgendwo Bienen gefunden. Deswegen folgere ich jetzt einfach mal, dass es die nur sehr selten gibt. Oh, da unten ist noch eine Munitionstasche. Die hätte ich ganz gern.
Ne, die wird ja nur schlecht. Die steht da einfach rum und wird schlecht. Das wollen wir ihr nicht antun. Ja, Sapperlot, was ist das jetzt wieder für Gaudi? Das war's, erstmal das Kelb. Genau, erstmal einfach das Kelb. Bisschen Algen in den Hals stecken, dann geht es schon. Habe ich schon wieder die Taschen verliert. Hau bitte, alte Messi. Da, schon wird's dunkel. Heieiei. Es geht schnell. Na, Bertha, bist schon Level 1, oder? Habe ich das richtig gesehen? Da geht's nicht weiter. Bertha spielt Verstecken, okay. Na gut. Da ist Hasi da unten. Da ist ja nochmal was hier, Mensch. Tote Bertha. Oh. Tote Bertha. Ja gut, muss ich sie nicht umbringen, gell? Zustand 154. Aha. Das heißt, es waren 23 Punkte, die verloren gingen. 2 mal 23 sind 46, das geht genau auf 200. Also, pro Viech offenbar 23 Punkte. Das heißt, nach 8 Viechern ist Schluss. Naja. So, einmal hier abkochen bitte. Dann, was macht der Strom? Ja, passt, okay. Dann schmeißen wir hier Holz drauf. Dann können wir den Schmelzotto wieder anmachen. Machen wir das Glas gleich mit drauf. So, dann wird ganz kurz mal einsortiert. Zack, zack, zack. So, die... Ah, die Perle kommt rein, genau. Nägel. Da kommen die Splitter rein. Zack, zack. Und das gedönt hier. Und da unten kommt dann die Mumpeln rein. Jede Menge Pistolenmumpeln gefunden, ne? Und auch für die Shotgun und für... fürs Jagdgewehr. Oh, die Hälfte vergessen. Heidenei, Haubi, du alter Schlamper. Hast wieder nicht aufgepasst, ne? Hälfte vergessen. Heieiei. Jetzt aber. Ja, jetzt machen wir wieder ein kleines Minus. Ja, ja, merkst du sofort, ne? Zack, zack, zack. Bertha schlachten. So, dann. Ja, weißt du was? Komm, wir machen dich aus. Soll der Strom ruhig sich in der Nacht ein bisschen aufladen. Dann können wir am nächsten Tag den nächsten Dietrich herstellen. So, du kommst da rein. Du kommst da rein. Muss ich noch kurz gucken, ob die Bertha noch irgendwas braucht da draußen. Ich schmeiße mal, was schmeiße ich rein? Ja, eine Tomate, oder? Mehr gibt's nicht. Und nach unserem Beet müssen wir noch schauen. So. Bertha, jetzt hör doch auf mit dem Blödsinn da. Sowas. Da stopfe ich dich wieder da rein. Bertha, die macht komische Sachen hier. Geld, dass du dich auskennst. Kein Scheiß machen jetzt hier. Sowas. Okay, dunkel, man sieht nichts. Alles gut. Wie sieht es hier oben aus? Auch dunkel. Wasser fehlt. Das habe ich mir fast gedacht. Hauen wir den Dünger rein. Bisschen Wasser. Könnte mal wieder regnen hier, ne? Aber ne, sieht nicht so aus. Als ob es bald regnet. Essen ist fertig. So, 4 Wasser haben wir noch. Dann dürfen wir bald wieder zum Wasser holen rennen, wie immer. Alte Leier. Die alte Leier. Okay, also. Heizung haben wir gesagt. 4 Barren. Ein Barren waren 10 Eisen, 5 Kupfer, gell? Ja. Okay. Heißt, wir brauchen nochmal 40 davon. Und 20 davon. Jetzt ist natürlich die Energie wieder beim Teufel, ist auch klar. Aber da schmeiße ich halt dann einen Generator an. Ne? Das ist ja sehr wurscht. Das
Destille, ja, Schnaps könnten wir auch machen, gell? Aber ja gut, das hat jetzt keine Priorität. Also, die Platinen haben wir 3 Stück, die Barren waren gerade hergestellt, den Metallschrott haben wir auch, 750 Strom ist nicht das Problem. Genau, wir haben ja schließlich für 1500, ich habe ja übrigens noch einen zweiten Massespeicher hingebaut, also wir können jetzt bis 300 Masse produzieren. Ja, dann sollte das durchaus möglich sein. Ich mache mal das Licht an, man sieht da nichts, genau. Na, ist auch ein Vorteil jetzt mit dem Umbau hier, wenn man das Licht anmacht, dann hat man hier so gut wie keinen Schattenwurf und sieht alles schön im Hellen und so. In der alten Lösung war dann die Kiste hier hinten und das war alles so ein bisschen dunkel und der Kühlschrank hat ja auch einen ungünstigen Schatten geworfen und unsere Falle hat schon wieder was gefunden. Gell, Bertha, hast du auch gehört? Ja, ja, die Bertha. Ja, schauen wir noch schnell, was in der Falle ist. Wer da einfach so unangekündigt vorbeigekommen ist, Mensch. Kalt ist es, sowas. Hasi, was fällt dir ein? Was haben wir? 149 oder was? Okay, 149 passt jetzt wieder gar nicht zu dem 26-Punkte-System, was ich mir da ausgemalt habe. Das passt jetzt irgendwie nicht. Nein, das führt meine Theorie ad absurdum irgendwie. Aber gut, was soll's. Egal. So, die Bahnen sind fertig. Gut, können wir gleich mal da reinklöppeln. Wie viel Schrott haben wir? Oh, gar nicht so viel. Metallschrott. Gar nicht so viel. Nur 56. Ne, wenn da 40 draufgehen, haben wir noch 16. Das ist nicht allzu viel. So. Was braucht die Platine? 4 Kupfer, ne? Genau, 4 Kupfer. Halb Kupfer ist hier. Dann bauen wir noch eine Platine. Und da hinten verbrennt mein Essen gerade, ne? Ja, noch nicht ganz. So, dann nehmen wir mal ein bisschen hiervon. Stopfen das da rein und das stopfen wir da rein. Oh, der ist auch schon stark dezimiert. Den sollte man wieder komplett auffüllen. Das wird auch reingestopft. Höchstausdauer gestiegen. Ja, mehr muss es, glaube ich, nicht sein. Ja, dann war es das heute mit einer relativ unspektakulären Folge eigentlich, ja. Och ja, so ein Nachtbild ist auch nicht schlecht, gell, wenn man sich das so anschaut. Heute mal kein großes Chaos, sondern heute zur Abwechslung mal wieder eine Lockpick-Kiste. Hurra, ist es nicht schön? Doch, es ist schön. In diesem Sinne, ich sag vielen Dank fürs Dabeisein bei Subsistence und beim nächsten Mal, dann bauen wir uns vielleicht schon die Heizung. Ne? Könnte sein, dass dann vielleicht schon Herbst ist. Oder vielleicht schon Winter. Mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und wünsche euch bis zum Wiedersehen. Eine gute Zeit, macht's das gut und Servus.